Willkommen zurück zur Ruckloff Seasons in der Einhornhöhle. Wir haben soeben die Kugel durch das Feuer geschoben und können jetzt den Weg da hinten passieren, ohne vollkommen zum Feuer zu werden. Und bevor wir jetzt aber hier noch irgendwas machen, wird das zu einer Fee. Dankeschön. So. Denn das, ja. Muss ja nicht sein, dass wir mit so wenig Energie rumlaufen. Müssen wir jetzt vor uns her schieben. Ziehen uns hier hoch. Ich habe so das grobe Gefühl, dass es der falsche Weg ist. Hier gibt es einen Schlüssel. Der Schlüssel zum Schlüssel. Genau, da oben liegt der. Den großen Schlüssel gefunden. Jawohl. Hier können wir wieder drauf springen. Und dann rüber. Den Weg wieder zurück. Bleibt nur noch ein Weg übrig, nämlich der mit der Schlüsseltür. Mit dem Schlüsselblock meine ich. Und dann das Ding jetzt mal ausprobieren. Sicher passiert. In die Treppe. Oh. Darunter fallen lassen. Hochdrücken. Die Handschuhe müssen eine ungeheure Kraft haben. Hier müssen wir uns ziehen und im richtigen Moment halt aufhören damit. Fast vergessen. Hallo, wer bist denn du? Mit dem Schwert können wir gegen den bestimmt nicht viel ausrichten. Darum nehmen wir immer mal diese dicke Stahlkugel, die hier oben auf dem Podest liegt und die zufälligerweise genau auf unsere Handschuhe reagiert. Die wir gut benutzen können, um den Typen mal so richtig hier, ne? Können wir schön reindrücken. Damit können wir jetzt mit der Kugel die Dinger kaputt machen. Wir müssen alle Kleinen zerstören, damit der Dicke halt stirbt. Ne? Im Prinzip recht simpel. Dann in der nächsten Runde. Man sieht auch schon, er wird immer schneller. Erwischt. Bam. Ein cooles Prinzip, wie ich finde. Hat was. Du erhältst die wohlige Wärme ein, der Essenz der Natur. Milde Tage lassen die jungen Bäume durch wohlige Wärme einsteigen. Ja. Ja, ja, ja. Das ist Essenz Nummer 5. Oh, Link, wohlige Wärme hat mich gestärkt. Im Traum sah ich Link. In weitläufigen Ruinen. Das bin ich. Vielleicht liegt dort eine weitere Essenz versteckt. Ja. Die nächste Essenz liegt demnach irgendwo in Ruinen versteckt. Welche Ruinen das sind, das weiß ich ganz genau. Aber da können wir momentan noch nicht rein.
Wir erinnern uns aber an den Stein, den wir gefunden haben nach dem vierten Palast. Und der, Form einer Pyramide hatte. Dieses kleine Dreieck. Das ist einer der Steine, die das Tor öffnet in die Ruinen. Dafür gibt es vier Stück in vier verschiedenen Formen. Das X-Juwel, das X-Juwel, das Pyramiden-Juwel, das Kreis-Juwel und das Viereck-Juwel. Die müssen wir alle finden. Ey, cool, ein Magietrank. Fett. Ich glaube, ein weiteres Juwel verbarg sich hier am Strand. Es gibt eine Schatzkarte, mit der man Juwelen auf der Karte sehen kann, wo die sind. Das ist auch unterschiedlich, je nachdem, ob man mit oder ohne Passwort spielt, sind die an verschiedenen Orten. Hier können wir nämlich jetzt mit der Schleuder, wo wir hier nämlich nicht weiterkommen würden, Fackeln im Meer entzünden. Die Brücke tut sich auf. Wir finden eine Insel. Hier ruht die schwarze Bestie. Ja, die Bestie ist nicht nur schwarz, die ist auch monströs, gigantisch und alles andere. Lass mal, irgendwie böse klingt. Einer kann umkehren auf das Fragezeichen. Erscheint die schwarze Bestie. Ja, besiegt. Ja, das war alles. Aber dafür lässt sie uns das X-Juwel. Genau. So, und da ich die anderen beiden Leute nicht mehr genau weiß und jetzt langes Herumsuchen ersparen möchte. Beziehungsweise ich weiß, wo die Verstecke sein könnten, aber ich glaube, dass alles abzusuchen würde jetzt zu lange dauern. Darum werden wir den Weg gehen, der gedacht ist vom Spiel. Und uns die Schatzkarte holen. Allerdings ist die Schatzkarte nicht im normalen Shop erhältlich. Wie wir hier sehen können. So. Wenn wir nämlich so lang gehen wollen. Ey, tut mir leid, mein Herr. Der Zutritt hier ist Besitzern einer Mitgliedskarte vorbehalten. Neugierig, was es dort gibt. Das kann ich verstehen. Gut. Da kommen wir also nicht rein. Aber wir haben hier bestimmt irgendwo ein Portal nach Subrosia. Denn in Subrosia gibt es diese Mitgliedskarte im Shop zu kaufen. Zufälligerweise. Natürlich nicht. Wir nehmen mal das Portal an der Brilleninsel. Auch wenn es sicher nicht das Maß ist. Das, was am nächsten dran liegt, aber es ist das, was jetzt von uns am einfachsten zu erreichen ist. Es gibt zwar auch ein Portal in der Stadt, also in Horondorf, aber das können wir noch nicht erreichen. So. Jetzt muss ich gleich mal eben gucken, wo genau nochmal der Shop ist. Ich glaube, wir müssen da nochmal wieder durch die Höhle, die unsere Rosa mit ihrem magischen Schlüssel aufgeschlitzt hat. Oder, hier ist ja schon der Strand. Okay, dann sind wir doch schon da. Hier ist der Shop. So. Hallo. Da ist die Mitgliedskarte. Es glänzt und Mitgliedskarte steht drauf. Keine Ahnung. Gib mir dafür 5 Erzbrocken. Was meinst du? Ja, von mir. Dann nehmen wir gleich 3. Wir haben die Mitgliedskarte. Wieder zurück. Aber wir nehmen das Portal, was hier ist, und benutzen dann einen Sturmkern. Gut, da habe ich ja noch ein paar Taste. Sturmkern. Zurück nach Horondorf. So, mit der Mitgliedskarte in der Hand können wir jetzt wieder in den Shop marschieren. Hallöchen. Ey, pardon, mein Herr. Oh, eine Mitgliedskarte. Ja, wir sind nämlich VIP-Link. Sie sind Mitglied. Natürlich sind wir Mitglied. Bitte um Verzeihung, bitte gehen Sie nach hinten durch. In den unteren Laden, wo der gleiche Typ irgendwie nochmal steht. Wir können einen Saatbeutel kaufen mit 100 Rubine. Der Beutel fasst viele Kerne. Er kostet 100 Rubine. Ja, kaufen wir.
Wir können jetzt mehr keine mit uns führen. Wie wir sehen, 50. Er hat den Beutel sogar für uns aufgefüllt. Und wir kaufen die Schatzkarte. Vielleicht nützt sie in den legendären Ruinen mit 200 Rubine. Ja, nehmen wir auch. Blinkende Punkte auf der Karte verweisen auf Schätze. Ich glaube, das sind aber sogar nur diese vier. Also diese vier Juwelen, die jetzt sogar nur noch zwei sind. Das möchte ich euch kurz noch zeigen und dann... Ah ja, die Karte ist ja woanders. Hier ist die Karte. So. Genau, hier, einmal da. Und einmal da. Da gehen wir jetzt gleich noch hin. Bis dahin und ciao.